Hallöchen, Freunde! Kurze, kleine, spontane Info zu meinem, ja, Real-Life-Kanal. Ihr habt, ja, vielleicht schon einige von euch gemerkt, dass ich einen Real-Life-Kanal habe, wo ich ab und zu irgendwelche Videos hochlade, wie zum Beispiel Vlogs oder themenbasierte Sachen. Tja, Freunde, 58 Abonnenten habe ich jetzt da drauf, habe aber nie wirklich viel gemacht und promoted oder irgendwie erwähnt und mich in letzter Zeit auch nicht mehr so um den Kanal gekümmert. Jetzt dieses kleine Infovideo wird auf meinem normalen Hauptkanal hochkommen und auf meinem Vlogger-Kanal. Das hat den Grund, ja, was will ich euch denn eigentlich erzählen? Ich laber hier schon 1000 Jahre um den heißen Brei. Ich werde, oder ich habe schon bereits alle meine Videos gelöscht auf dem Kanal. Der Kanal wird nur noch, ja, keine Ahnung, der wird nicht mehr viel kommen oder gar nichts mehr, besser gesagt. Außer, ich muss irgendwie Videos hochladen, wo ich, keine Ahnung, keine Rechte für habe. Sachen Film oder Musik. Wie zum Beispiel meine lustige kleine Verarschung von Fluch der Karibik. Ja, ich werde nämlich in Zukunft vielleicht öfters mal so ein Synchro-Projekt machen und die werde ich dann da hochladen. Das ist aber auch schon das Einzige, was ich da hochladen werde. Alle Vlogs und Real-Life-Videos werden jetzt in schöner Reihenfolge auf den Hauptkanal geuploadet. Das bedeutet, ihr habt jede Woche als, wann habe ich es eingestellt? Sonntag, glaube ich. Ja, als kleines Sonntagsspecial einen kleinen Vlog nebst den normalen Let's Plays. So, und da, ja, ist auch schon die Überleitung. Ich werde einige Sachen verändern auf meinem Kanal. Erstens, das Design habe ich heute mit dem Ole und mit dem Tom von Match Hunters angeguckt. Das wird super. Also, neues Design ist bereits am Start oder am Laufen, das wird Januar dann rauskommen, genauso wie die neuen Staffeln von allen Projekten bzw. Videos, die ich ja raushauen werde. So, noch eine kleine Änderung. Eigentlich wollte ich das so machen, wie zum Beispiel der Herr Gronkh rechts anstatt den Playlists einfach irgendwelche Genres, zum Beispiel Horror oder RPGs oder was auch immer. Musste allerdings zugeben, schlussendlich, dass mir das Ganze zu konfus war und ich deshalb meine Playlists behalte. Wer vielleicht einen besseren Vorschlag hat, darf das gerne posten. So, ja, das war's eigentlich auch schon. Ich freue mich auf den Januar, ich freue mich extrem, weil da werden wieder 2 Videos pro Tag kommen, je ein anderes Projekt und ja, wie gesagt, jeden Sonntag halt ein Vlog, ab und zu Let's Tests und tja, mit neuer Qualität, mit selbstgemachten Outros und Verlinkungen und Krimskrams, was alles verschönern wird. Ich hoffe, euch gefällt's. Schreibt mir bitte Feedback, vielleicht in die Kanalkommentare oder in die Videokommentare, wie auch immer. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir noch lange, lange treu und dass viele neue Leute zu mir finden, denn 2013 wird unser Jahr. So, jetzt wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Sephiron.